Einen wunderschönen guten Tag zusammen und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Portal 2. Letztes Mal aufgehört hier in diesen Räumlichkeiten. Kurz vor der Aufnahme habe ich mich hier mal umgeguckt. Ich muss ja immer mal wieder so ein bisschen in die Materie reinkommen. Ich habe ja, wie gesagt, Kurzzeitgedächtnis und also ein Cheat. Ich muss ehrlich sagen, ich bin hier gerade ein bisschen überfordert. Ach, das geht auch. Hui. Hallo? Gehört das so? Hallo? Nee, dich wollte ich gar nicht. Ich wollte sauber machen. Warum kommt da immer noch so ein Blauer mit? Eigentlich dürfte der jetzt nicht mehr da sein. Ich würde dich ganz gerne abwaschen. Könntest du... Ahahaha. Erwischt. Sausack. Ja. Ich krieg sie alle. Ich sag's euch. Huch. Reicht das vielleicht schon? Nö. Schade. Das sieht jetzt gerade ein bisschen freakig aus. Jii. Naja, gut. Wäre da nicht eben dieser eine blöde Tropfen jetzt dazwischen, der mir hier ewig und drei Tage alles wieder wegwäscht? Da willst du mich verarschen? Was bist du denn für ein Kaffeespackkorb? Wie mein alter Chef. Der hat eine ähnliche Einstellung. Wo geht's jetzt hin? Es ist so dunkel hier. Ich mag keine Dunkelheit. Hallo? Hallo? Ah, jetzt. Allein, dass du hier stehst und mir zuhörst, beweist, dass du ein unschätzbarer Gewinn für die Wissenschaft bist. Als Gründer und Leiter von Aperture Science bedanke ich mich für euer Engagement und hoffe, dass ihr uns auch bei den nächsten Experimenten die Treue haltet. Wir lassen das Zeug erst auf die Menschheit los, wenn es ganz ausgereift ist. Halte dich also in Topform, dann steht eine unserer Limousinen immer für dich bereit. Limousine? Sag tschüss, Carolyn. Leb wohl, Carolyn. Sie ist ein Schatz. Ich kann mir trotzdem nicht helfen. Irgendwie sieht die Struktur hier komisch aus. Naja, egal. Sieht irgendwie so halb fertig aus. Oder auch nicht. Aha, gern geschehen. Mich durch. Ich komme hier nicht durch. Warum? Weshalb? Weswegen? Kann ich nicht hier... Hallo? Ich würde ja ganz gerne irgendwie so... Warum geht das nicht? Muss ich denn hier längs? Aha! Nur was bringt mich hier im Portal? Macht das Sinn, darüber zu gehen? Gucken wir einfach mal, weil da geht es ja irgendwie nicht weiter.
Geoflow. Das kommt mir irgendwie so vertraut vor. Bin mir ehrlich gesagt aber noch nicht so ganz sicher. Hallo? Ach, warte mal. Das war zum Beispiel falsch. Ja, was heißt falsch? Ich war unfähig. Ich würde es nicht mal als falsch betiteln. Nein! Was ist denn heute hier los? Das will nicht so, wie ich will. Hä? Warum? Das war jetzt aber hier, Verarsche, oder? Damit habe ich irgendwie gerechnet. Hui. Irgendwie nicht so ganz, oder? Ja, Hauptsache ich habe meinen Spaß. Okay, das hat irgendwie nicht so ganz Sinn gemacht. Dann müssen wir schon mal anfangen. Wie würde es denn Sinn machen, frage ich mal so. Weil hier ist ja nichts. Habe ich da irgendwie die Möglichkeit, da was hinzuballern? Nö, ne? Ich ahne da was. Oh je. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich muss nur einmal richtig gucken. Ha! Hin und wieder habe ich so kleine Geistesblitze. Das jetzt richtig? Ich glaube ja. Wenn ich Schalter umlegen kann, dann lege ich Schalter um. Ja. Ja. Doch, ich glaube, das hat Sinn gemacht. Sei gegrüßt, mein Freund. Ich bin Cave Johnson, Leiter von Aperture Science. Du kennst uns vielleicht aus dem 68er Senatsausschuss zu den vermissten Astronauten und hast wahrscheinlich auch schon Produkte benutzt, die von uns erfunden und dann von anderen gestohlen wurden. Black Mesa kann mir echt mal ganz genüsslich. Sir, die Tests? Du fragst dich jetzt vielleicht, Cave, was kommt bei diesen Tests auf mich zu? Der Vertrag war immerhin so dick wie ein Telefonbuch. Droht mir Gefahr? Lass mich mit einer Gegenfrage antworten. Wer will $60 haben? In bar. Ihr könnt euch auch gerne erst 20 Minuten im Wartezimmer entspannen, das verdammt nochmal gemütlicher ist, als die Parkbänke, auf denen wir euch eingesammelt haben. Also, willkommen bei Aperture. Ihr seid hier, weil wir die Besten wollen und genau das seid ihr. Ich kann einfach nicht ernst dabei bleiben. Beschmiert auf jeden Fall nicht das Glas da unten. Überhaupt fasst ihr am besten gar nichts an, wenn es nicht zum Test dazugehört. Ach, herrlich. Alleine der Ausdruck, der kam mir ganz genüsslich. Ja, ja, recht hat er ja irgendwie. Wer bist denn du? Cave Johnson, aha, das ist er also.
Ich will Knöpfe drücken. Ich will Knöpfe drücken. Toilettenpapierspender der 80er oder was? Muss ganz schön viel Scheiße passiert sein. Wenn da 1, 2, 3. Natürlich weiß ich, dass es keine Toilettenspender sind, aber. Ja, Toilettenspender schon gar nicht. Toilettenpapierspender, so. Halt, 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 halt. 426. Das ist, kommt mir vor wie bei der Zulassungsstelle. Das gefällt mir nicht so ganz. Was denn das hier? Verhörraum? Wollt ihr mich verarschen? Naja, gut. Also ich glaube, hier oben in den Räumen müssen wir nichts so weit machen, wobei die Unterlagen mich doch interessieren würden. Ah, okay. Nichts zu lesen. Ah, Hauptsache, die Journalisten stehen auf der Liste. ATF, FBI, US Marshals. Na, nett. Man hätte quasi auch jeden erwähnen können, der irgendwie auftauchen könnte. So, keep to the left, donut litter, Leute, touch glass. Use the handrails. Ach, sieh mal einer, guck, da oben ist ja auch noch was. Uah, das war so jetzt nicht geplant, ich schwöre. Dann müssen wir das halt. Ja, naja. Ah, nochmal Knöpfe. Knöpfe? Knöpfe. Hallo? If you see an orange jumpsuit, hit the red button. Kann ich jetzt noch nicht geeken oder wo ist der Red Button? Da ist eine Tür. Aha, aha, aha. So funktioniert das ja. Wenn du gegen Erdnüsse allergisch bist, sag es jetzt. Denn beim nächsten Test verwandelt sich dein Blut eventuell vorübergehend in Erdnussbutter. Wenn das klappt, muss für uns ein neuer Nobelpreis erfunden werden. Also, tapfer durchhalten im Namen der Wissenschaft. Okay. Der Mensch besteht zu etwa 60% aus Wasser. Das finden wir übertrieben. Wenn du dich im nächsten Test dehydriert fühlst, ist das ganz normal. Wir testen mit Triebwerken und schauen, ob wir den Wasseranteil auf 20-30% drücken können. Sehr beruhigend. Beim nächsten Test geht es um Teleportation, die aber nicht für alle Hauttypen geeignet ist. Merk dir also gut, welche Haut dir gehört. Und wenn sie nicht mit dir teleportiert wird, dann tun wir unser Bestes, sie wieder an dir festzunehmen. Noch beruhigender, wirklich. Klang irgendwie gerade ein bisschen merkwürdig. So, wie komme ich denn jetzt hier runter? Irgendwie ist die Tür ja zu. Ja, ist das immer beruhigend. Ich kann hier auch nirgends um ein Portal hinklatschen. Irgendwie strange. Oh, ihr B-Jump-Portale.
Oh shit. Ich gehe mal fest in der Annahme aus, dass das jetzt nicht ganz so richtig war. Ich kann mich da aber auch täuschen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Der Weg sah für mich aber relativ simpel, beziehungsweise sinnig sogar aus. Ich gehe da jetzt nochmal hoch. Ich möchte mir erstmal eben kurz eine Übersicht verschaffen. Sei gegrüßt, mein Freund. Hey, hast du gerade schon gesagt. Ich bin Cave Johnson, Leiter von Aperture Science. Du kennst uns vielleicht aus dem 68er Senatsausschuss zu den vermissten Astronauten und hast wahrscheinlich auch schon Produkte benutzt, die von uns erfunden und dann von anderen gestohlen wurden. Black Mesa kann mir echt mal ganz genüsslich. Sir, die Tests? Du fragst dich jetzt vielleicht, Cave, was kommt bei diesen Tests auf mich zu? Der Vertrag war immerhin so dick wie ein Telefonbuch. Droht mir Gefahr? Lass mich mit einer Gegenfrage antworten. Wer will $60 haben? In bar. Ihr könnt euch auch gerne erst 20 Minuten im Wartezimmer entspannen, das verdammt nochmal gemütlicher ist als die Parkbänke, auf denen wir euch eingesammelt haben. Also, willkommen bei Aperture. Ihr seid hier, weil wir die Besten wollen. Genau das seid ihr. Ich kann einfach nicht ernst dabei bleiben. Beschmiert auf jeden Fall nicht das Glas da unten. Überhaupt fasst ihr am besten gar nichts an, wenn es nicht zum Test dazugehört. Ich glaube nicht, dass ich jetzt hier so richtig bin. Ich glaube eher, ich bin sogar zu weit zurückgesprungen jetzt. Ja, natürlich bin ich das. Toll. Gibt es ja noch andere Möglichkeiten, wo ich jetzt mal eben... Ach, es ist strange. Ich habe keine Ahnung. Also jetzt wirklich den ganzen Weg wieder... Oh. Na ja, okay. Gut, kann man mal machen. Hey, Portal? Da. Och, nö. Nö, 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 nö. Also das ist definitiv der richtige Weg, ja klar, aber wo lang? Ich bin hier auch in meiner Portalfreiheit irgendwie ein bisschen eingeschränkt. Wir müssen dahin. Theoretisch gesehen würde es schon reichen, wenn man das Ding einfach mal hochkurbelt. Das müsste ja theoretisch gesehen auch im Kontrollraum gehen, aber der Kontrollraum ist irgendwie nicht so kontrolllastig, wie ich mir das jetzt gedacht habe. Warum eigentlich? Was bringt einen Kontrollraum, wenn man da nichts kontrollieren kann? Es geht aber hier auch nirgends irgendwie hoch. Ich würde gerne eine Etage höher, weil hier oben ist ja noch was drauf. Das ist ja jetzt hier Schreiberlingbude. Irgendwie. Oder? Ja, jedenfalls gibt es hier nichts zu kontrollieren. Wie setze ich das das Ding hier in Gang? Gibt es hier einen Knöpfchen, den ich jetzt übersehen habe? Nö, ne? Kann auch nicht die Türen zumachen. Ich muss da hoch. Da so. Nein! Ah, guck mal. Da haben wir ja auch schon eher drauf kommen können, ne? Das war doch schon besser. Hallo? Du tötest doch gern, könntest du... Au! Diesen Vogel für mich töten? Au! Au! Oh, danke.
Was? Der Schwachkopf muss durchgedreht sein. Wenn ihn nicht bald jemand vom Netz trennt, wird das alles hier in ein paar Stunden in die Luft fliegen. Ich kann mich nicht bewegen. Und wenn du dir nicht den Kopf absägen und in meinen alten Körper stopfen willst, brauchst du mich noch. Eine Sackgasse. Wie wär's, du trägst mich zu ihm und bringst mich in meinen Körper zurück. Dafür verhindere ich unseren Tod und lasse dich frei. Keine Tricks. Diese Kartoffel erzeugt 1,1 Volt. Mir fehlt buchstäblich die Energie, dich anzulügen. Auch wenn ich lüge, was hast du schon zu verlieren? Du stirbst so oder so. Mir gefällt das noch weniger als dir. Schließlich wurde ich gerade teilweise von einem Vogel aufgefressen. Tja, nice try. Hey, wo sind wir? Wie lange war ich weg? Das halbe Zusatzvolt vollbringt auch keine Wunder. Wenn ich zu viel nachdenke, frittiere ich die Kartoffel, noch ehe wir alle als Atomhits verkochen, den dieser kleine Idiot noch... Ruhig Blut, Madame. Also wir haben zumindest den Aufzug jetzt schon mal. Wir könnten... Tonung liegt auf könnten. Es ja jetzt nochmal mit dieser Methode wie vorhin versuchen, nämlich alle hopp. Aber jetzt sollte es passen. Haha. Kann ja auch keine Ahnung, dass die blöde Roboterkartoffel da auf dem Schalter liegt. Wer kommt denn so auf sowas? Ich nicht. Neuer Teil. Der Testbereich ist gleich da vorne. Je schneller ihr durchkommt, desto eher kriegt ihr die 60 Dollar. Moment, wer? Carolyn, sind die Gutscheine fertig? Ja, Sir. Ja, Sir, Mr. Johnson. Warum habe ich nur... Wer ist das? Was zur Hölle geht hier... Frittiert die sich jetzt ewig und drei Tage selber? Ich meine, ich find's gut irgendwie, aber okay. Gut, nächste Folge geht's dann weiter. Bis dahin, ihr kennt das Spielchen. Lasst mal einen Kommentar da und gehabt euch wohl und auf Wiedersehen.